Neue Woche, neuer Weekly Vlog. Jetzt quasi Projekt Balkon. Mach den Relaxe. So, die Jenny hat gesagt, ich als erkorener Filmemacher darf jetzt hier kurz noch mitfilmen. Wir wollten ja noch Kräuter holen, aber jetzt geht es hier erstmal noch in den Teddy, irgendwas mit Untertöpf nachschauen. Und dann geht es noch mal genau in den Tonbaumarkt, dort in die Gartenabteilung, dort nochmal nach Blumen schauen, nach Kräuter. Und dann sind wir auch hoffentlich fertig. Wir müssen nochmal kurz zum Steuerbüro. Ja. Sind wir wieder zurück hier, ein Teil von der Teddy Shopping Spree. Hallo Harrison, hallo. Aber jetzt hier den ganzen Krebel noch verschafft bekommen, ich weiß es nicht. Vor allem, ich glaube, ich mache das einen Teil vor die Tür. Ein Teil ist ja schon auf dem Balkon, aber ich weiß es nicht. Ja, und heute haben wir ein ziemliches Basic-Rezept. Heute machen wir schöne, lecker Lasagne. Salz, Pfeffer, die Gewürze, Oregano, Basilikum. Tun wir ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Salze. Schönes Hackfleisch dahin. Rinderhackfleisch haben wir uns ausgesucht. Gehackte Tomaten, Lasagneplatten, ganz klar. Und hier eine Zwiebel, eine Knoblauch. Zwiebel anbraten. Natürlich hier ganz nach Geschmack würzen, Salz, Pfeffer. Kann man schon vorab machen. So, nachdem das alles gut durchgebraten ist, machen wir schön die Tomatensauce, die gehackte stickige Tomate mit rein. Jawohl, jawohl, Chines. Die Casa Rustica und die Cugina Rustica, jawohl. Das auch nochmal schön einkochen lassen. Dann machen wir rein ein bisschen Oregano, oder diese Malo Thymian. Dann machen wir diese Seite diesmal. Wirzi, Wirzi, Malo Basilikum. Andere Seite, wo ist ja gar nichts mehr drin, was ist los? Genau, das lassen wir alles ein bisschen einkochen. So maximal 10 Minuten. Währenddessen habe ich schon den Ofen vorgeheizt. Auf 180 Grad. Und let's go. Jetzt schön die Soße verteilen, als erste Layer. So, und der ist so, sagen wir mal, circa halb, dreiviertel Stunde im Ofen. Ja, und so sieht das Ganze aus. Aber diesmal haben wir nur, vielleicht hat man es gesehen im Video, Cheddar benutzt. Ich will mal wissen, wie es mit Cheddar ist. Und ja, let's go. So, Bestellung ist endlich da. Es hat ein bisschen länger gedauert, zwecks des Feiertags. Aber es ist alles da, alles durchgeguckt. Dementsprechend kann es losgehen. So, wie ihr seht hier, die tolle Auswahl, unser Marine-Kollagen, Fab, natürlich unser Kaffee. Und rundum nur gute Sachen, die ich vor für unsere Challenge im Juni. Und ja, unsere Liquid Soap, der absolute Renner und First Spray. Und natürlich das neue Absorben D. Alles drin, alles dran, alles drum. So, und für die Geburtstagsfeier haben wir hier schon quasi fast alle Utensilien hier in den Kasten reingepackt. Ein paar Teller, Pappteller, Becher, Besteck, die Oldschool Kaffeemaschine, ganz klar. Filterkaffee gewinnt immer und. Ja, die Jenny hat die Hummeln neben dem Podexen. Jetzt macht sie dann doch noch die Blume hier spät abends. Was heißt spät abends? Jetzt haben wir 8:30, aber ein bisschen besser das Wetter. Den ganzen Tag hat es eigentlich geregnet und dann hat sie gesagt, ey komm, Muchacho. Die Zeit mit sich. Muchacho machen wir vorher, nachher. Ja, vorher, nachher. Vergessen. Du musst mich mal auslassen. Muchacho, okay. Muchachina. Ja, das gehört alles waschen. Und die Garanien sind extra für mich. Kann ich mit meinem oder mit deinem Handy das abnehmen, aber das schon real machen? So, jetzt haben wir gleich 9:30, fast eine Stunde später. Soll ich sagen, das wird noch was oder? Hallo Jesse. Ja, bitte. Wird das was oder? Ja, ich will das was. Ich weiß nicht, warum du immer so spät abends deinen Ehrgeiz entwickelst, ne? Nachterbe, dann nennt man das. Die Nachterbe, genau.
eigentlich nicht. Eigentlich ein Sommernachtmensch, aber irgendwie will er, aber ach, genau, er würde machen. Ja, so, dann habe ich es jetzt wieder, ne? Da habe ich es jetzt wieder für 2,50 Euro. Ich bin total fasziniert, weil die Aloe, das ist eine Aloe Baba Dances Miller übrigens, die haben wir schon seit über 2 Jahren und jetzt hat die Ableger gemacht, also Babys. Also der helle Wahnsinn. Gell, Harrison? Haben die Babys gemacht? Also 5 Ableger und ich will die jetzt umtopfen und die Ableger rausholen und separat topfen. Also wirklich der Hammer. Was die Babadensis, die wir ja auch für unsere Aloe-Produkte benutzen, alles kann. Und jetzt zu später Stunde noch ein Late-Night-Rührei vom Feinsten an. So, another day, another Umpflanzungsaktion. Heute ist die Aloe dran. Es ist so früh, dass ich nicht mal Zeit habe, mein Espresso zu trinken. Danke dafür. So früh. Ich weiß, aber das wissen, also, die Zuschauer nicht. Das ist ja das Gute. Auf alle Fälle, wie nein, jetzt der Kollege. Wieso, der kann doch nicht raus, aber oder? Nein. So, das waren jetzt doch keine 5 Ableger, die Aloe hier produziert hat, sondern 7. Und also das ist echt mal ein Glücksgriff, oder? Ich hoffe, dass das hier auch jetzt wächst und gedeiht. Was glaubst du? Ja. So, die kriegen jetzt alle einen kleinen Schluck Wasser. Und dann müssen wir es mal beobachten, wie es die Tage so sich entwickelt, ne? Sagt man, oder? Hier auch der Riesenbuttisch. Kriegt auch einen guten Schluck. Braucht die Aloe ja selbst gar nicht so viel Wasser, ne? Aber deshalb. Aber trotzdem meine ich, wenn wir es jetzt umgepflanzt haben, umgetopft haben, dass da genau, sich da schneller wieder die Wurzeln binden und. So, der Plan ist jetzt. Ich muss jetzt hier erstmal ein Lied anrufen. Was ist mit der Tür schon wieder? Ich muss mir irgendwas mit der Tür hier einfallen lassen. Genau. Anrufen, telefonieren. Jenny geht einkaufen und ich putze den Balkon. Ja, das ist jetzt der Plan. Ich putze den Balkon, Jenny geht einkaufen, Pflanzen sehen gut aus. Ja. So, die letzten Züge, alles gewischt, also Oberflächen, Blumenkäste, was weiß ich nicht. Gesaugt ist alles. Jetzt nur noch hier Dampfreinigen, so. Also das vorläufige Ergebnis, aber es ist noch nicht fertig. Emma ist da unten am Mähen. Ja, Harrison guckt zu. Ja, ich zeige euch jetzt mal das vorläufige Ergebnis, aber hier wird noch ein bisschen was umgeswitcht. Also hier einmal die Blumenpracht. Hier ist die Aloe, die kommt aber wieder hoch. Steht jetzt erstmal nur da, ein bisschen frische Luft zu tanken. Das sind die Blümchen. Das hier muss auch noch ein bisschen entrümpelt werden. Die Aloe Veras bleiben hier auch nicht stehen. Finden noch andere Plätzchen. Genau, dann haben wir hier so eine Solarleuchte. Hier, also das war alles schon so. Es ist jetzt einfach nur sauber gemacht und neue Pflanzen gepflanzt. Aber ja, es wird noch, wie gesagt, ein bisschen was anders gemacht. Mal gucken, ob wir das nächste Woche schaffen. Dann zeige ich euch das natürlich auch. Und hier habe ich so eine Solarlichterkette aus dem Aldi für 9,95 €. Ich habe noch eine Laterne vom Aldi, aber die ist gerade drin beim Aufladen. Hier, das ist auch so eine Solarlaterne aus dem Teddy. Und hier auch nochmal so Solardiamanten. Man soll ja immer visualisieren, gell? Egal wo. Und hier dieses zweite Plastikmüllding, das kann auch mal im Keller und der Blumensack auch. Wir haben hier unseren Plastik und hier, wo die Lücke ist, kommt heute noch allerdings unser Grill hin, weil wir morgen das erste Mal angrillen. Wahrscheinlich auch das letzte Mal, wir grillen nicht so oft. So, jetzt haben wir das Ganze mal bei Abend mit Beleuchtung. So, es geht los, Kinas. Alles vorbereitet. Hier haben wir das Grillgut.
Du, und du haben wir bestes Wetter heute. Bestes, feinstes Wetter. Die Jenny hat recht, wir müssen anbauen. Wir haben zu viel Grillgut und die Gäste, dass wir hier alles akkurat bewirten können. Haben wir den College. Und jetzt haben wir noch den hier, den Kontaktgrill. So, und für den richtigen POV-Style wird jetzt hier wieder angestöpselt. Zack. Wie ist die Laune? Laune gut? So, die Gartenmöbel sind gekommen, also die neuen, ich gebe einfach die Kamera weiter, bitte. Ja, genau. Fulltime? Nee, so. Nee, andersrum. Wie andersrum? Das ist doch keine Konstruktion. Also so weit sind wir jetzt gekommen, ohne halben Nervenzusammenbruch, aber dennoch, naja. Jetzt fehlt quasi hier so ein Eckteil. Kommt jetzt hier noch so dazu. Genau. Und der Rest, der alte Kram, entweder kommt er hier in die Ecke oder er kommt in Le Garten. So. Sitzt, wackelt, hat Platz. Boah. So, Zeit für ein Lifehack. Und zwar testen wir jetzt, ob die Eier noch gut sind. Und das machen wir, indem wir sie in Wasser geben. Und wenn die Eier nach oben steigen, sind sie nicht mehr gut. Wenn sie unten bleiben, sind sie gut. Es gibt eine Muttertags-Erdbeerrolle für meine Mama nach Kikis Kitchens Rezept. Mal gucken, ob das so klappt. Als erstes machen wir mal den Teig und hier kommt zuerst mal Zucker rein, 90 Gramm, 5 Eier, die wir ja gerade getestet haben. Hier Vanilleextrakt, schon eine ordentliche Menge hinzugeben. So, dann geben wir 80 Gramm Mehl hinzu. Aber erstmal die Zitronen, dann 25 Gramm Speisestärke und dann noch eine Messerspitze Backpulver. So, ihr seht schon, es ist mega flüssig geworden und jetzt gebe ich das Mehl zu ganz kurz rüber. Und ab in den Backofen für 190 Grad 8 Minuten. Und nach ca. 30 Sekunden, voilà, ca. 30 Sekunden könnt ihr Sahnefest dazugeben und ganz am Ende rühre ich noch Speisequark mit ein. So, jetzt die Füllung. Und jetzt einmal Sahne. Okay, schön verstreichen, die Erde gebe ich dann oben drüber. Und nachdem ihr das Ganze wieder eingerollt habt, könnt ihr 200 das Gramm nehme ich jetzt, dann 30 Gramm und dann könnt ihr sofort servieren. Puderzucker. So, jetzt natürlich wieder Vanilleextrakt. Also es gibt, glaube ich, wirklich kein Rezept von der Kiki, wo kein Vanilleextrakt drin ist. Hat danach quasi ein Päckchen Sahne steif hinzu. So, da ist jetzt noch Quark mit hinzugekommen. Die Creme ist steif. Jetzt schneiden wir die Erdbeeren. So, Erdbeeren waschen und dann in mundgerechte
Stücke schneiden. Und zuallererst füllen wir den Pudding oben in eine Schüssel. So, jetzt rollen wir den Teig wieder auf. Und die beiden Zutaten kommen jetzt in meine Pfanne. Jetzt einfach hier so drauf drüber. Und dann wird das Klümpchen frei von... So. So, den Pudding habe ich jetzt geschichtet. Die Äpfel habe ich unregelmäßig oben drauf verteilt. Ihr könnt es auch... Aber ich mache so ein bisschen, dass schon alles so gut bedeckt ist. So, jetzt ist natürlich unten ein bisschen rausgequillt. Hier ist auch noch aufgeplatzt. Ich habe jetzt einfach Sahne aufgeschlagen und werde das Ganze hier jetzt verkleiden. Dann und so sieht es jetzt aus. Das Improvisierte. Ich habe jetzt einfach Happy Mother's Day draufgeschrieben und ein bisschen verziert. So, wir haben Samstag. Viel zu spät. Schon nach 10 Uhr, heute früh. Wir fahren jetzt kurz rüber zum Opa, checken die Lage und dann geht es rüber nach Hasloch, meine Schwester, mit Kit abholen und dann fahren wir in den Kletterwald. Nach Speyer. Und ja, let's go. Dafür, weil es Action gibt, die Action Cam. Ne? Also, ja. Harrison, geh mal auf Reisen. Genau, los geht's. Hallo? Guck mal, da oben. Anja, du bist so zugrisch. Ist der Gier ab, hm? Herzlich willkommen hier bei uns im Kletter. Du bist immer eine Pfanne rum, ne? Mit deinem Mann habe ich telefoniert die Woche. Jetzt? Ja, guck ich nochmal an. Ide mal. Jetzt ist mir eingefallen, weil ich das gut gemacht habe. Das war mit der Arbeit. Ja. So? Alles klar. Viel Spaß noch. Ja. Servus. Ich bin alter Mann. Aber hier ist das Heiland. Und? Macht Spaß? Die Menschen sind blöd. Wieso? Ah, die bauen so ein Zeug. Menschen sind blöd. So, wir sind jetzt hier am Parkplatz vor der Waldschenke Lindelbrunn. Nee, immer noch nicht. Waldbrunn. Ludwigsbrunn. Ja. Ludwigsbrunn. Waldschenke Ludwigsbrunn. Und Wir laufen danach hoch zur Wolfsburg. Laufen wir wirklich? Ja. Du? Ja, und hallo? Ich habe Schmerzmittel drin. Jetzt gehen wir einkehren. Ja. Jetzt machst du Salat mit Pommes. Denn Nico hat Hunger. Was? Jetzt ist er. Habt ihr Hunger, oder? Ja. Also. Das sieht schon geil aus. Ja. Sieht gut aus, auf jeden Fall. Unser Feinschmecker. Hallo?